Ich habe jetzt ganz spontan entschieden, dass ich dich noch weiter mitnehmen werde. Also es ist ja auch schließlich unsere erste Nacht hier im neuen Haus. Es ist super spannend, vor allen Dingen, weil wir gerade nichts wiederfinden, was wir brauchen. Bei Clara fehlen die Bettdecken irgendwie. Keine Ahnung, wo die sind. Die Mädels sind auf jeden Fall jetzt wieder da und erkunden ihre Zimmer. Oh Gott, wie das hier aussieht. Wir haben noch nichts wirklich ausgepackt. Es ist nur alles hier einfach in die Zimmer reingestellt. Ja, ich glaube, man sieht es, ne? So sieht es gerade aus hier. So, das ist aber Elisas Bettdecke, ne? Die haben wir ja hier zumindest schon mal gefunden. Das ist doch super. Auch wenn sie jetzt hier einfach nur auf dem Boden liegt. Dieser Stuhl gehört auch eigentlich in den Keller. Aber jetzt steht er irgendwie hier im Kinderzimmer. Also wir müssen das alles noch irgendwie... Und hier sind auch Flaschen. Ja, ein bisschen koordinieren, ne? Genau, die Flaschen sind aber, glaube ich, für Elisas Kühlschrank. Genau. Könnt ihr aber mal reintun. Groß... Oh ja, aber ja, die mal gucken. Passen da nicht rein. Nee, habt ihr schon ausprobiert? Nein, Wasser. Mal gucken. Musst du so hinlegen, Elisa, guck mal. Genau, kleine Flaschen, dann große Flaschen. Ist ja überhaupt schon an? Nee, das ist ja noch das Kabel. Hat Papi noch nicht angeschlossen. Aber könnt ihr schon mal füllen. Genau, und dann unten macht ihr die großen Flaschen, ne? Guck mal, ob die reinpasst, Clara. Probier das mal mit der hier aus, ob die da ganz unten reinpasst. Mach das mal andersrum, weil normalerweise macht man das andersrum. Genau, Flaschendeckel nach außen. Doch, passt doch. Warte, wir müssen erst mal gucken. Ja, perfekt. Toll. Ein kleiner Kühlschrank im Kinderzimmer. Wer hat das schon? So, das räume ich mal hier weg. Ja, also die Umzugsunternehmensleute haben alles, was noch Bettwäsche oder auch Weichzeugdecken waren, in solche Riesentüten gepackt. Also das Umzugsunternehmen hat sowieso viel mehr gemacht, als eigentlich vereinbart war. Vielleicht haben sie es geahnt, dass wir ja, eine chaotische Familie sind. Auf jeden Fall waren sie dann noch... mit Leuten da, die dann auch noch extra gepackt haben und so. Also wirklich, oh Mann. Das war ganz toll. Also es hat uns sehr viel geholfen. Oh, der Kühlschrank ist aber auch gleich schon voll, ne? Ja, mehr passt da nicht mehr rein. Nur noch ein paar große Flaschen vielleicht. Ja, dann machen wir das erstmal so. Wir spielen ein bisschen. Okay, dann spielt mal wieder. Ich bin der Drache. Du bist die Besitzerin. Also viele haben auch gefragt, warum Elisa jetzt einen Kühlschrank im Kinderzimmer hat. Das war irgendwie Zufall gewesen, weil eigentlich hatten die Verkäufer hier schon so einen Riesenkühlschrank. Vielleicht erinnerst du dich. Habe ich dir, glaube ich, gezeigt beim Inventar. Naja, und eigentlich ist das ja hier auch die Küche in der Wohnung hier oben. Und dann hat Justus irgendwie gesagt, nee, den Kühlschrank wollen wir aber nicht behalten. Aber dann ist das trotzdem irgendwie eine coole Idee für Elisa, diesen Kühlschrank zu haben. Elisa, Vorsicht, hier ist noch so eine Kiste. Gut, die Kinder haben Spaß, das ist die Hauptsache. Wir hatten ja auch schon einen langen Tag, ne, heute? Mit euren Freundinnen. Nein, war zu kurz. Zu kurz? Du warst den ganzen Tag da. Von heute Morgen, direkt nach dem Frühstück bis jetzt gerade eben. Ja, das Kinderzimmer ist riesig, da kann man auch wieder solche Tunnel rausgraben. Warte, das kann man Tunnel sein und das geht in den Bett und zu und da kann ich dann schlafen. Ach. Und dann musst du immer durch den Tunnel wieder aus dem Bett raus, ne? Komm mal, ich mach mal kurz dein Bett ordentlich. Das hat Clara schon gerade bezogen, die Süße. Ganz, ganz toll gemacht. Immer mal ein bisschen hier auf die Ecken. Meine Bettsachen sind weg. Mami, hast du vielleicht meine Bettsachen gesehen? Nee, ich habe deine Bettsachen nicht gesehen. Du musst nochmal suchen. Also irgendwo müssen sie ja sein. Sie können nicht verschollen sein. Aber sie sind nicht in meinem Zimmer. Und hier gehe ich dann lang, Mami, zu meinem Bett raus. Ich hatte schon Kleidung und von Lisa in meinem hier raus. Zimmer. Und dann gehe ich hier. Und dann gehe ich hier. Ja, Elisa, zeig mal dein Labyrinth hier. Wie musst du laufen? Hier, dann tut mir leid, dass es so unordentlich ist. Ne? Hier ist mein Kleiderschrank. Umzugstag.
Oder? Das ist dein Kleiderschrank, genau. Die Kommode. Die nehmen wir erstmal für deinen Kleiderschrank. Und nur. Ey, Mario, du interessierst du Eis. Wenn ich schlafe gehe, gehe ich wieder zurück. Ja. Liebe dich, Herzchen. Oh, danke. Ich nehme das wieder zurück. Aua. Ja. So. Ja. Jetzt so. Ein du musst ein danke. Kissen. Hm? Was ist ein Kissen? Ist da. Gib mal Mami. Ja. Ich wollte ja nicht, dass mein Bett so aussieht. Da kann ich ja gar nicht. Okay. Ja. Ja. Happy. Und auch noch das da? Schlafanzug. Und wo kommen meine Schlafanzüge ran? Die Schlafanzüge brauchen wir das später, aber dann gib mir mal schon mal dein. Die Bettschlange, Elisa. Die Bettschlange? Okay. Wow, danke schön. Ich hab eine riesige Idee. Erstmal muss ich so. Elisa hat eine riesige Idee. Eine riesige Idee. Und dann gehe ich auf die lange Stange rauf und dann bin ich da. Tada! Da muss man erstmal durch ein Labyrinth, bis man sein eigenes Bett erreicht. Mal klar, gib mal die Tüte da, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, die kann man schon mal raustun. Achso, hast du Spiegelei in der Hand, ja. Das Spiegelei, wenn es dich das Spiegelei. So, die Tüte da raus. Oh und meine Mann. Disco. Deine Disco-Gugel, ja, die hat Papier abgehängt. Huch. Meine Disco-Gugel. Ist die Disco-Gugel? Ja, das hat Papi. Ja, Papi halt. So, jetzt suchen wir nach Claras Bettwäsche, ja? Ja. Wo ist deine Bettdecke? Das ist jetzt die große Frage. Und deine Matratze kannst du schon mal bitte auspacken und in die Ecke tun, da wo sie hingehört. Und dann suchen wir hier, ob wir hier irgendwo eine Bettdecke finden. Clara. Was ist denn das da in dem Sack? Ist da vielleicht was drin? Nee, das sind nur meine Kissen. Dann gehe ich aber kurz rüber zu Johann und gucke, ob er vielleicht deine Bettdecke hat. Wo ist Claras Bettdecke? Johann! Bett vom Kopf! Johanns Zimmer. Guck dir das an, wie toll das hier aussieht. Ich bin eben hier reingekommen und dachte nur, wow! Wow, Johann! Das ist, sieht so cool aus. Also klar, hier sind jetzt noch Kisten und so, aber... Genau. Hier hat er sein Multimedia-Zeug. Dann hat er hier seine Sammlung. Ich finde das hier sieht so toll aus, Johann. So richtig schön hell, auch mit dieser tollen Lampe. Die haben wir auch. Mega geküsst. Lisa küsst immer mein Babybauch, das ist so süß. Na, die Lampe hatte Johann auch schon drüben. Die macht richtig viel Licht, das ist ganz, ganz toll. Und hier sind noch deine LED-Dinger, ne? Die wolltest du ja auch noch machen. Das Problem ist, ich habe nur so einen Stecker dafür. Das heißt, wenn ich eine Streife gemacht habe, dann ist es ja das Einzige. Dann kann ich es auseinanderschneiden, dann kann ich es da abschneiden, fertig. Okay. Dann kann ich dann nicht machen, weil ich nur einen Stecker dafür habe. Dann müssen wir mal Papi fragen, ja? Bist du müde, Elisa? Ich bin müde. Du bist müde, ne? Mit langsam Zeit zum Schlafen. Vielleicht noch mal solche Stecker kaufen, damit man... Ja, ich frage mal Papi, wie wir das machen. Genau. Das funktioniert dann bestimmt noch ganz gut. Warte mal. Ich zeig mal kurz dein Zimmer, wie toll das hier aussieht. Hier Schreibtisch direkt am Fenster. Jetzt ist natürlich schon dunkel draußen, aber wenn es hier noch hell ist, dann sieht das ganz toll aus. Und dann kommen da seine Klamotten rein. Oh, das sieht so gut aus. Sieht richtig gemütlich aus, Johann. Ich würde hier auch gerne wohnen. So, Elisa, komm jetzt raus. Ja. Du kleines, quilliges Ding. Du bist auch ein quilliges Ding. Aufgestellt? Zum ersten Mal hier schlafen. Zum ersten Mal hier schlafen. Also genau. Herr Justus ist gerade nochmal weg. Er hat eben nochmal ein bisschen Essen eingekauft. Das muss ich gleich noch einräumen. Wir haben nämlich gar nichts hier. Und im Moment ist das so schlimm hier mit dem Wetter. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei uns ist richtig viel Schnee. Heute Morgen war auch mega Glatteis. Also ich bin schon ganz schön geschlittert mit dem Auto auch, obwohl ich vorsichtig und langsam gefahren bin. Justus ist jetzt nochmal zum Architektenhaus.
Er guckt sich das nochmal da alles an, ob da vielleicht doch noch was übrig geblieben ist, was wir nochmal hier rüber schaffen oder nicht. Und wie gesagt, morgen geht es ja nochmal weiter mit dem Umzug, denn wir sind ja schon noch längst nicht fertig. Oh Gott, ich fühle mich so geschlaucht. Ich bin so richtig müde, ich bin so richtig fertig. So, Mädels, irgendwie kommen wir nicht voran. Ich muss mal Essen einräumen und die Mädels. Clara, tu mir einen Gefallen, such bitte deine Bettdecke, sonst funktioniert das heute Abend nicht mit dem Schlafen. Clara, such doch auch bitte im Keller oder im Wohnzimmer oder also überall im Haus. Im Keller ist staunig. Dann staune ich auch, wenn es im Keller ist. Aber wenn es da ist, dann auch gut, dann holen wir uns das. Ich glaube, im Keller ist du kannst vorgehen. Ich brauche ein bisschen länger. Ich schlafe Clara in den Keller. Nee, Clara braucht nicht im Keller schlafen. Nur vielleicht ist ihre Bettesachen da. Niemand muss hier im Keller schlafen. Nee. Weißt du, wenn ich hier sitze, dann geht das Licht von alleine. Genau, das Licht geht von alleine an und aus, ne? Also im Keller, haben wir jetzt gemerkt, ist auch eigentlich eine komplett eingerichtete Wohnung. Also Erdgeschoss ja komplett Wohnung. Hier Obergeschoss eine komplett eigenständige Wohnung. Und im Keller wäre auch eine komplett eigenständige Wohnung, also mit Schlafzimmer, mit Küchenbereich, mit Hauswirtschaftsraum, also die Anschlüsse sind alle schon da, total krass. Ja, was die Verkäufer hier schon alles geplant hatten eigentlich, ne? So richtig toll. Vielleicht machen wir da auch selber mal was. Mal gucken. Überhaupt nicht, aber mehr habe ich heute nicht geschafft. Ich habe noch so ein bisschen in den Schubladen was gemacht. Willst du das sehen? Soll ich es dir zeigen? Willst du es sehen? Ich wollte sowieso noch mal ein richtiges Küchenorganisationsvideo machen, aber ich glaube, heute ist das nicht gerade so präsentabel. Ich zeige dir das, wenn ich das richtig fertig habe. Dann bin ich auch stolz drauf. Im Moment ist es einfach nur chaotisch. Ach, das kann ich dir zeigen. Hast du eh schon gesehen jetzt. Guck mal. Ich habe das umgefüllt in diese Flaschen hier. Die habe ich gekauft, die Flaschen habe ich gekauft und diese Ausgussdinger habe ich gekauft. Und jetzt habe ich da zum Beispiel Sojasauce drin, weil ich das sehr oft benutze. Und Clara gefunden? Nein, aber ein Hüpfpferd. Und das habt ihr jetzt hier nach oben gebracht? Ja. Anstatt nach deiner Bettdecke zu suchen, Clara, so geht das nicht. Diese Kinder. Ich suche okay. Meine Bettdecke. Aber Clara, du musst dich doch heute zudecken. Clara, wenn du keine Bettdecke hast, dann. Ja, was mit dem Schlafen? Also los und such meine Bettdecke. Für die Kinder ist das ein Riesenabenteuer. Hier, Sonnenblumenöl habe ich auch schon abgefüllt. Habe ich überlegt, was könnte ich noch so, was ich so benutze. Das möchte ich nämlich gerne hier oben drapieren. Mit meinem Salz-Pfeffer-Spender, diese elektrischen Dinger, da habe ich mir auch noch so ein Marmortellerchen besorgt. Das kommt dann auch noch an. In den nächsten Tagen kommen auch noch mal ein paar schöne Küchenorganisationssachen an. Die zeige ich dir dann natürlich auch noch. Das mache ich dann auch noch wieder mit dir zusammen. Darauf freue ich mich so sehr. Ich finde es auch so schön, dass die Community da auch so gerne mit dabei ist und motiviert wird, auch zu Hause zu organisieren. Ja, okay. So, jetzt gucken wir mal, das hat der Papi gekauft. Blutorangen sind im Moment unser leckerstes Obst. Hat sie gefunden? Wie bitte? Ich hab gefunden, Anna. Ich krieg nicht die Tüte auf. Das ist unser geringstes Problem, das schaffen wir. Wo hast du sie denn gefunden? In meinem Zimmer? Ja. Siehst du, ich habe gesagt, das ist bestimmt in unserem Schlafzimmer. Gut, dann haben wir sie. Das ist schon mal super. Wir haben ihre Bettdecke gefunden, oh mein Gott. Kannst auch heute doch gut schlafen, Clara. Mami, hilf mir. Nein, ich helfe dir nicht. Das schaffst du schon. Das ist so schwer? Das lass es da liegen erstmal, Clara. Guck mal, da kommt das andere Kind wieder mit dem Hüpfpferd. Ja, kannst du aufreißen, die Tüte. Oh, mein Mann hat den Chinakohl mitgebracht. Hallo. Hallo, Eva. Hallo. So, dann haben wir hier noch Eier. Oder habe ich Organisationszeug das zum Beispiel besorgt? Das hat auch Paket gekauft.
Genau, Papi war gerade noch einkaufen, ne? Dann würde ich sagen, bestücke ich jetzt mal meinen Kühlschrank. Natürlich noch kein kompletter Wocheneinkauf. Das mache ich dir dann noch, wenn es dann soweit ist. Aber wir können ja einmal kurz reingucken, wie es gerade aussieht. Ach so, Justus hat schon hier die Kühlschranksachen eingeräumt. Ohne System. Da mache ich auch noch eine Organisation drin. Da habe ich auch schon so Sachen für extra besorgt. Können wir gucken. Justus hat zum Beispiel, ah, das ist noch Salat. Den hatten wir auch noch bestellt von heute Mittag. Wollte Justus eigentlich haben, aber hat er jetzt noch nicht gegessen. Und so ein bisschen Joghurtaufschnitt. Ach so, nur Salami hat er jetzt besorgt. Weiß ich nicht, ob das ausreicht. Na gut, also es ist nicht so gesund präsentabel, ne? Aber ja, China-Kohl. Schau dir den China-Kohl an. Ach so, er hat das jetzt hier unten hingemacht. Käse und so. Nein, das gehört da doch nicht hin, mein Schatz. Das ist doch mein Gemüsefach. Ja, wie gesagt, ich muss das noch hier richtig machen. Ja, der Kühlschrank piept immer. Der sagt immer nein, ich bin schon zu lange. Ja, super, mein Schatz. So, da kommt natürlich Gemüse und sowas rein, ne? Gemüse, Obst. Gut, noch keine richtige Ordnung. Das machen wir dann noch. Das Bett von uns ja auch noch machen. Oh, das ist aber ganz schnell. Wir rollen das immer nur so ein. Also Laken und dann die Bettwäsche mit drin und dann so zusammengerollt. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gezeigt, wie die Kinder übernachten bei anderen. Genauso haben wir es jetzt auch gemacht. Herr Justus bringt gerade Elisa ins Bett. Sie meinte nämlich eben, sie ist müde. Die süße Maus. Die anderen sind noch wach. Es ist zu aufregend. Ist ja auch ganz klar. Also ich finde das nicht schlimm, dass sie alle noch wach sind. Man zieht nicht alle Tage um und klar ist das spannend. Auch Justus und ich. Mal gucken, ob wir gut schlafen werden diese Nacht. Obwohl ich muss sagen, ich bin schon hundemüde. Also ich werde, glaube ich, doch sehr, sehr gut schlafen. Leichte Kopfschmerzen schon. Muss ich mal ein bisschen aufpassen, obwohl ich wirklich viel getrunken habe heute den ganzen Tag. Ist natürlich alles noch sehr provisorisch hier im Schlafzimmer. Ich kann ja erstmal ganz zeigen, wie das hier aussieht. Voller Kisten. Quetsche ich mal hier durch. Wir haben jetzt übrigens eine andere Lösung gefunden mit diesem Schminktisch, den ich habe. Ob das so bleibt, das wissen wir noch nicht. Wir werden mal schauen. Also sowieso werden wir jetzt erstmal ein paar Tage hier leben, so wie es halt ist, so wie wir die Sachen aufgestellt haben, so wie wir die Sachen hier haben. Und dann, wenn wir merken, es fehlt noch irgendwas oder irgendwas sollte woanders hin, dann machen wir das natürlich noch. Man muss sich ja auch erstmal einleben in einem ganz neuen Haus. So. Justus räumt auch gerade seine Schrankhälfte ein. Er hat gerade eben erst seine Sachen gepackt. Als er eben nochmal zum Haus gefahren ist, hat er das nochmal schnell gemacht. Hat er überhaupt nicht geschafft. Ja, und ansonsten sieht das hier so aus. Toll, oder? Bin ich schon dran gewöhnt. Unser Schlafzimmer ist ja immer so eine halbe Müllheide. Da kommen immer irgendwelche Sachen hin. Na, ich muss nochmal gucken. Also ganz viele Sachen gehören eigentlich in den Keller, aber das haben wir heute nicht geschafft. Wir haben heute einfach nur gesagt, ja komm, alles hier rein, hier hin. Auch die Kisten, da werde ich nochmal die Tage ordentlich aussortieren. Ich freue mich aber schon richtig auf Schlafen. Ich bin so müde. Ich bin richtig, richtig müde. Guck mal, ich habe sogar ein Nachtschränkchen. Ich habe jetzt einfach Justus genommen. Also im anderen Haus war das ja eigentlich sein Nachtschränkchen und ich hatte gar keins. Und dieses Mal
hat er keins, obwohl doch, er kriegt gleich auch noch eins. Also ich glaube, ich nehme jetzt auch noch mal ein schönes Bad. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich gehe gleich auch noch mal nach oben. Kindern gute Nacht sagen. Badezimmer ist auch noch voller Kartons und allem möglichen. Was meinst du? Soll ich ein Bad nehmen? Jesus meinte eben, mach das doch. Mach das. Ja, vielleicht mache ich das wirklich. Ich hätte echt Lust. War wirklich ein langer Tag. Und ich glaube, das täte mir jetzt richtig gut. Justus ist immer noch am Räumen. Er ist so fleißig. Er will das hier so schnell wie möglich gemütlich für uns haben. Bringt er schon wieder Müll raus. Guck mal, die Kartons haben wir schon alle geleert. Die kann das Umzugsunternehmen morgen direkt wieder mitnehmen. Also wir sind schon sehr fleißig hier die ganze Zeit auch. Genau, ist auch schon wieder leer. Aber es ist natürlich trotzdem noch extrem viel zu tun. Na gut, ich werde jetzt baden gehen. Ja, ich mache das jetzt. Ich freue mich so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.